Hallo und herzlich willkommen zurück zu Scala. Ja, weiter geht's mit Klassen, beziehungsweise genauer gesagt Traits. Ein Trait ist quasi die Möglichkeit, eine Methode, beziehungsweise mehrere Methoden von Klassen abzukapseln und an viele, viele andere Klassen zu vererben. Es ist quasi die abstrakte Klasse von Scala. Ja, es gibt auch abstrakte Klassen in Scala, aber die können hier Variablen haben, das kann eine Trait nicht, also sozusagen ein Interface quasi. Okay, Trait ist dann eben, was weiß ich, können wir zum Beispiel eine Equal-Methode machen, beziehungsweise die Klasse, die Trait erstmal Equal nennen und die kriegt auch wieder eine eigene hübsche Farbe. Und wir sehen hier im Outline, das ist ein Object, das ist eine Klasse und das ist auch eine Klasse und das ist eine Trait, also hier in lila. So. Und diese Trait bekommt von uns dann eine Methode, nämlich die Methode is equal. Und da machen wir dann eine any-Variable rein. Ihr wisst vielleicht noch, was ich gesagt habe zu any. Any ist einfach alle möglichen Typen. Also any kann wirklich alles sein. Und dann können wir hier eben, also wir müssen diese Methode hier nicht weiter definieren, denn es ist abstrakt quasi. Und ja, dann machen wir hier is not equal eine Methode rein und schreiben uns da wieder ein any rein. Gibt auch ein Boolean zurück. Und hier weisen wir aber gleich zu. Nämlich wir sagen einfach is equal, upsala, von x. Aber wir negieren das Ganze, denn das ist ja genau das, was wir hier wollen. So, und ja, wenn wir das jetzt hier auf unseren Vektor drauf machen, dann können wir hier einfach sagen extends equal und dann bekommen wir hier erstmal eine Fehlermeldung, genau auf die habe ich gewartet. So, na komm, gib sie mir. Schade, scheint nicht zu funktionieren, dass es mir das automatisch gibt. Okay, dann muss ich die halt von Hand reinschreiben. Nehme ich die Methode. Auch wieder mit def is equal. Einfach. Halleluja, was ist denn heute los? Is equal. Und dann halt einfach auch wieder das x any reinpacken. Und hier müssen wir dann aber tatsächlich den Methodenrumpf zurückgeben. Ja, hier sagen wir dann einfach. Wir geben zurück. Nämlich eine Klammer auf. Und wir sagen. X Punkt. So, und hier haben wir für any haben wir die Methode isInstance of, die ihr vielleicht öfters mal brauchen könntet. So, und dann muss natürlich der Wegcode, ja genau. Da muss natürlich erstmal auch vom Typ Vektor sein, dieses X, was wir hier übergeben, denn ansonsten können wir direkt false zurückgeben. Und wir wollen haben, dass X Punkt, sondern haben wir die Methode asInstanceOf, das ist sowas ähnliches wie Typecasten. Das heißt, wir konvertieren dieses x erstmal in einen Vektor und dann rufen wir da drauf x auf und das muss gleich sein wie unser x, was wir hier haben. Und das dritte, was noch gelten muss, damit die tatsächlich gleich sind, wir wollen das Ganze natürlich auch noch für Y haben. Denn wenn die Y-Werte nicht gleich sind, dann wäre das natürlich auch blöd. Und ich habe schon wieder denselben Fehler gemacht. Ich habe es hier auch wieder x genannt. Ich merke gerade, dass das ein bisschen blöd ist. Ich soll das besser a nennen. Denn sonst weiß unser armes Programm nicht, welches x ich denn gerade gemeint habe. So. Ja. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal, ist es ein Vektor? Ja. Ist der x-Wert gleich? Ja. Und ist der y-Wert gleich? Auch ja. Dann geben wir true zurück. Und ihr erinnert euch noch an unser is not equal. Das gibt dann einfach genau dieses not zurück. Das heißt, wenn hier true zurückkommt, dann kommt da oben bei is not equal false zurück. Selbige Methode muss natürlich hier auch noch unten implementiert werden. Aktuell benutzt unser Vec 3 die Methode von hier. Da müsste aber dann der z-Wert nicht gleich sein. Und deswegen müssen wir die hier unten natürlich auch nochmal überschreiben. Ich lasse das jetzt aber, denn ihr wisst, glaube ich, wie das gemeint ist.
Und ja, für den Fall, dass wir jetzt mehrere Trades haben, von Trades können wir so viele implementieren bzw. erben, wie wir wollen. Sagen wir mal, wir haben hier noch eine zweite Trade, die dann is equal 2 heißt. Und ja, genauso. Und dann haben wir hier natürlich nicht die Möglichkeit, nochmal extends zu schreiben, sondern wir sagen einfach with. Und dann sagen wir hier equal 2. Und dann können wir hier so viele reinpacken, wie wir wollen. Natürlich brauchen wir hier dann nochmal die Methode, aber das gibt natürlich einen Konflikt, denn hier is equal und is not equal haben wir schon als Methode hier drin. Also vom Namen her, wenn ich hier jetzt is equal 2 und is not equal 2 machen würde, dann wäre es okay. Also so kann ich von mehreren Trades erben. Und ja, da kann ich auch so viele wie ich will benutzen. Aber aktuell möchte ich nur diese eine Trade hier benutzen. Genau. Okay, das war's zu Trades. Und ja, stellt sie euch einfach vor, wie die Interfaces in Java. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.